Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir mal Zelda Breath of the Wild. Und zwar, ich werde euch heute zeigen, wie ihr in Zelda Breath of the Wild unendlich Rubine kriegen könnt. Wie ihr seht, habe ich im Moment 95.000 Rubine. Das ist ziemlich viel für das Spiel. Und jetzt, der ganze Glitch findet hier am Stall am Fluss statt. Am besten teleportiert ihr euch noch zum Vagokata-Schrein. Wenn ihr aber den noch nicht habt und er noch auf dem Plateau seid und es gerade abgeschlossen habt, geht ihr hier vom Ma-Ono-Schrein hier lang und dann hier rauf. Hier findet ihr auch den Steinfluss. Das Wichtigste, jetzt vor dem Glitch, speichert das Spiel ab. Wie ihr seht, ich mache es jetzt auch. Speichert das Spiel ab. Für den Glitch braucht ihr eine Gardewaffe und 5 bis 7 Mehrfachschussbogen und einen Elektropfeil. Also, die Parisse ist die, bei der das Ganze stattfinden wird. Jetzt schmeißen wir alle Gardewaffen bis und Bögen und Schilde bis auf eine weg. Ich nehme jetzt mal das Gardeschwert. So, jetzt zum Überladen des Menüs müssen wir den Mehrfachschussbogen mit einem Elektrofeld in die Hand nehmen. Ins Menü den Mehrfachschussbogen wegwerfen, den nächsten Mehrfachschussbogen, ganz wichtig, einen Mehrfachschussbogen wieder ausrüsten, aus dem Menü wieder rein und das jetzt wieder wiederholen. Wie ihr seht, sieht jetzt Link ziemlich komisch aus. Wenn Link bei euch auch so komisch aussieht, müsst ihr jetzt die Waffe ausrüsten. Die Garde. Und jetzt geht ihr zu Parisse. Die hatte vorher noch eine Quest, also ganz wichtig. Erst wenn ihr diese Quest gemacht habt, geht zu ihr, dann will sie das Gardeschwert für einen Rodonit abkaufen. Und wie ihr seht, will sie es jetzt nochmal kaufen. Weil das Überladen des Menüs bewirkt, dass das Spiel denkt, ich habe immer noch das Masterschwert ausgerüstet. Aber in Wirklichkeit habe ich ja das Gardeschwert ausgerüstet. Und jetzt müsst ihr hier einfach nur noch ein bisschen warten. Und verkaufen. Für mich reicht es jetzt erstmal, weil ich habe schon genug. Jetzt sammelt ihr ganz wichtig die Sachen ein. Speichert das Spiel und geht jetzt hier draußen nach draußen. Hier sitzt nämlich Terry. Bei Terry kannst du die Rodonite, Topaz und Saphire verkaufen. Ich habe gerade aus Versehen zwar auf Kaufen gedrückt, aber bei Verkaufen geht ihr dann hier zu den Edelsteinen. Also, ich finde sie gerade nicht, aber hier sind die Topase, die kann ich jetzt alle verkaufen. Das gibt sogar nur die Topase. 10, schon 1800 Rubine. Jetzt können wir auch noch die anderen Saphire verkaufen. Hier. Habe 13 bekommen. Das sind 3380 Rubine. Und jetzt auch noch die Rodonite. Davon habe ich 16. Und die sind ziemlich, ziemlich wertvoll. Die geben 3360 Rubine. So schnell kann man also Rubine farmen. Ungefähr in 3 Stunden hast du denn sozusagen, wenn du diesen Glitch machst, 999.999 Rubine. Das war auch schon der ganze Glitch. Ich würde sagen, ciao Leute. Aber bevor ihr ausschaltet, bitte abonniert doch den Kanal und liked das Video, falls ihr mehr von diesem Format sehen wollt.
jetzt haut rein, Leute, und ciao. Wir sehen uns im nächsten Video.